Hey ho und willkommen zurück in Liberty City. Und gerade wenn ich einen Satz anfangen wollte, kriege ich eine SMS von Lucy. Nico, ruf mich an, wenn du nicht gerade ein paar Leute umnietest oder dein Deltas trainierst oder sonst was machst. In der ganzen Stadt gehen gerade Rennen ab. Fahr sie kaputt, B. Ja, Brucey. Irgendwann. Was machen Sachen? Da haben wir erstmal alles durch, hier oben auch. Wir können Derek besuchen. Aber ich denke, strategisch ist, wenn wir erstmal hier alles clear machen. Nehmen wir Ray. Francis machen wir vielleicht am Ende, wenn wir Ray komplett haben. Hier ist ein Mensch drin. Little Jacob. Coolster, du bist ein echtes Fliegerass. Wir beiden sollten irgendwann mal nach Jamaika fliegen, okay? Easy. Ja. Also in den letzten Teil hatten wir mit Little Jacob eine Mission gemacht. Wir beide sind mit einem Helikopter geflogen und hatten halt jemand mit Hilfe einer Panzerfaust einen, ja, wie soll ich sagen, der war halt auf der Flucht gewesen im Endeffekt, im Flugzeug, im Helikopter und da. Ruf weiter! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du weiter so rumschreist. So! Vielleicht kriege ich jetzt einen deutschen Satz, von mir raus. Na gut. Deswegen halt die SMS gerade von ihm. Also. Trump beleidigen direkt. Ja, aber dieses Fahrzeug ist nicht so gut für so eine Stadt mit Top Speed. Ja, fast man. No way on the subway. You sure this guy's all right? You, the guy's you check them out? Hey, here he is right here. Phil Nico. Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million? Yeah. You gonna pop me for it? No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up and he ain't gone states yet. Very funny, ha ha. Listen, we got a lot of missing money and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell them about things they're working on. I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure. You're sure, Phil. You of all people. Now, what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're a guy who knows what's what, right, Phil? Okay. Take it easy. Hey, ist irgendwie cool drauf. Okay, zum Treffpunkt Lost fahren. So, Motor war schon an. Habe ich gar nicht mitbekommen. Also die Biker machen Probleme. Immer? Oder jetzt nur wegen diesen Diamantenhandel? Weil der Johnny Kebitz, glaube ich, war ja der Name. Macht da so einen netten Eindruck. So. Er mag halt dieses Rockerleben, ist aber jetzt nicht so auch aggressiv. Zumindest das, was man bis jetzt hier gesehen hatte. Ups. Rockstar, ist das ganz im Norden? Da, wo wir die Autobäume platziert, also ja doch, nachdem wir sie platziert hatten, in die Luft gejagt hatten. Sieht so aus. Irgendwann mache ich voll den fetten Unfall. Und ich muss bremsen. Schade, dass ich kein Fahrzeug vor mich im richtigen Zeitpunkt getraut hatte.
Hey, stupid aus Afrika. Nein, du fährst nicht so. Alter. Dreimal ein Hammer. Nee, Mama. Fahren oder muss ich irgendwo anders hin? You took something that belonged to my employers. Shit! That's the cocksucker that Johnny ripped off of the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! Tja, Employer of the Year, ne? Here we go again. Okay, die UZ, ja, die MP habe ich jetzt auch. Ah, oh, ich hasse Motorräder, aber auch komm. Perhaps he was not such a good rider. Ach, das Bike braucht einfach ewig. Ich weiß nicht, soll ich hier mal bis zum Ende durchfahren lassen? Aber ich glaube, die Mission steht dann trotzdem. Hä? Ah, das ist geskriptet. So, Fernlicht abmachen. Yeah. Ist auch total unrealistisch mit so einem Bike. Gut. Ja, muss ich jetzt mal machen. Stop, ja, der will jetzt die Insel verlassen. So, wir sind auf der Brücke. Was ist dabei? Ist das... Ah, eine Sperre. Ah, man kann auch so weiterfahren. Hey, F drücken einzusteigen. Ja, jetzt. For fuck's sake. Bam! Ich hatte auch keinen Luftkontroll, also es wollte den einfach nicht drehen. Jeder normaler hätte sich jetzt das Genick gebrochen und wäre auch tot. Okay, dann holen wir dich wieder ein. Vielleicht können wir dich dann erledigen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Jetzt fliegst du auf die Fresse mit einer Kugel. Naja gut, dann ist es halt so. Got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there though. The other guys are meant to be taking care of him. Don't worry about it, Nicky. Uff, Alter. Man kann es ja auch nicht komplizierter machen. Also war das schon ein bisschen geskriptet, aber... What the fuck? Also war das schon ein bisschen geskriptet im Sinne von, ja, du musst erstmal 1 Million Schaden verursachen, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Also hätte ich den wahrscheinlich die ganze Zeit schon umlegen können, wenn ich noch 3-4 Magazine drauf geballert hätte. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Ich meine, wenn man bedenkt. Weekend at Florian's. Hey Roman, can you do me a favor? Anything for you, cousin. Just name it. You want some women? I met this. He's not that. I'm coming to collect you from the apartment. Wait for me there. Ah, genau da, wo ich sogar hin wollte. Also haben wir Florian gefunden. Also die Story ist jetzt zu Ende. Naja. Okay, geht er wieder. Ah, komm, Fahrstück. You motherfucker! There you are! I say, could you get a bloody move on? What is this shit? My car? Wie es aber weitergeht, werde ich im nächsten Video zeigen, einfach weil es auch eine neue Mission ist. Also, bis dann. Tschüss.